Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Töpfern. Peppa und Schorsch sind zum Spielen bei Zoe Zebra. Zoes kleine Schwestern Susi und Sina basteln einen Dschungel aus Knetmasse. Schorsch hat einen Dinosaurier aus Knete gemacht. Peppa und Zoe spielen Picknick mit ihren Kuscheltieren. Einen schönen guten Tag, Herr Affe. Möchten Sie gern eine Tasse Tee? Herr Affe sagt ja. Und wie heißt das Zauberwort, Herr Affe? Das heißt bitte. Oh, wir haben gar kein Teegeschirr. Wir können uns ein Teegeschirr aus Knete machen. Oh ja. Schorsch, können wir auch was von der Knete haben, bitte? Nein. Susi und Sina, wir würden gern ein Teegeschirr für unser Picknick machen. Nein. Ihr könnt uns ja dabei helfen. Ich mache die Teekanne. Und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig. Eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du es mal versuchen? Ja, bitte. Das ist ganz glitschig. So geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm, ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum, was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wirbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Ja, aber zu einem Teegeschirr gehören mehr als zwei Tassen. Wir können alle Tassen machen. Ja. Schorsch hat einen Dinosaurier gemacht. Schorsch macht immer nur Dinosaurier. Oh, ein furchterregender Saurier. Jetzt müssen wir das Teegeschirr im Ofen brennen. Im Brennofen wird der Ton ganz heiß gebrannt. Davon wird er hart. Das Teegeschirr ist fertig. Hurra! Jetzt malen wir es an. Die Kinder bemalen das Teegeschirr mit schönen leuchtenden Farben. Das Teegeschirr ist fertig. Und jetzt können wir unser Picknick machen. Und für jeden ist eine Tasse da. Oh, wir haben vergessen, eine Kanne zu machen. Ich weiß was. Der Dinosaurier von Schorsch kann die Teekanne sein. Ja, wir füllen ihn mal mit Wasser. Das ist das beste Teegeschirr auf der ganzen Welt. Natürlich, ein richtiges Teegeschirr hat einen Dinosaurier als Teekanne. Teekanne.